Die hier Beete in mein Bett liegen, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Vor allem neben dem Bett liegt der Katzenkorb, aber die müssen im Bett liegen. Das ist ja auch mal eine ganz tolle Sache. Und ich schätze, wenn der bei Peter nicht bald kommt, werde ich die Aufnahme unterbrechen müssen. Abbrechen müssen, Entschuldigung. Bei Peter. Ob ich ihn nochmal rufen soll? Ich rufe nochmal. Huch, ja, damit nicht. So, mal gucken. Ist ja gerade weggerannt, das hat sich gerade so komisch angehört. Wir jagen hier nämlich gerade wie die Profis, Alter. So richtig weit männisch. Er muss auf jeden Fall von da hinten kommen. Ah, wo? Wenn ich schon. Oh, jetzt kommen die alle hier. Jetzt kommen die alle hierher, Alter. Das wird ja interessant. Steh mal auf. Ich sehe aber keinen. Hallo? Bei Petis? Da vorne? Nee, oder? Das ging bei Petie, oder? Nee, das funkelt einfach nur so blöde vor sich hin. Alter, ey, wo ist denn der? Komm schon, wir haben noch 8 Minuten. Das gibt's doch nicht. YPT. Wo bist du? I am scared. Mal, jetzt vielleicht ein paar Scheiß bei Petis, Alter. Jetzt kommt doch mal hierher. Das kostet mich alles Geld, wenn ich ins DL-Netz telefoniere, ey. So, jetzt. Was? Hallo? Hallo? Fürchte ich, wenn ich aufstehe. Ich sehe hier kein Elch. Kim bei Petey, Entschuldigung. Wo ist der? Huch, ich drück schon die falschen Tasten hier. Bei Petey. Weil ich habe jetzt Schiss, wenn ich da hingehe, dass der wegrennt. Und das wollt ihr ja alle nicht. Ach, da! Hinlegen. Guck mal, was der für ein Geweih hat. Guck mal, was der für ein Geweih hat. Guck mal. Schönes Ding. Tja, du rennst nicht weg. Du bleibst hier, die Zuschauer wollen dich sterben sehen. Entschuldigung, ist ja so, ne? Hinterher, Hand damit raus. Dö. Aber so richtig waldmännisch, profiartig gejagt. Flüchtend, das wird dir nicht mehr helfen, denn du bist ein totes Tier. Alter, guck dir mal das Riesengeweih an. Ja, wir haben ihn getroffen, obwohl ich hier, ne, mit No-Scope und so. Aus 78,1 Meter ein Körpertreffer in die Wirbelsäule vorn. Und dann aus 32 Metern hat man in den Schädel getroffen.
Ein Bozold bei Petey, Gewicht 407,7 Kilogramm, Geschlecht männlich, Score 189.687. Was für ein geiles, schönes Geweih. Clips. So. Huch, das wollte ich gar nicht. Yeah, einen 404 Kilo. YPT. YPT. Geownet. Nee, wie ist das? Wie wird das geschrieben? Ach, keine Ahnung, ist doch scheiße. Abgeknallt. Das klingt so richtig schön assi. Yeah, in dem 404 Kilo bei Petey. Ich glaube, das war 404 Kilo, nicht, dass ich mich jetzt falsch verschreibe. Ich werde mich jetzt auch von dem Bob Marley hier verabschieden. Und dann sehen wir uns bei Minecraft wieder, ne? So, mein Freund. Ich werde jetzt die Aufnahme beenden und dir noch viel, ach ja, dir noch viel Spaß. Ne, der Bob Marley wird sich gleich noch mal verabschieden, denke ich mal. So, und ich verabschiede mich schon mal von euch. Von meinen netten Let's Play Zuschauer, Freunden. War schön, dass ich auch ein paar, dass ich wenigstens zwei Leute so ein bisschen im Chat hatte. Der Bob Marley war die ganze Zeit mit dabei. Da war es nicht so langweilig, auch wenn die Musik ganz plötzlich zu Ende war. Und der bedankt sich nochmal. Wir bedanken uns auch bei dir. Er wird sich ja bestimmt nochmal die Let's Plays angucken. Wie schön ich die Leute gelangweilt habe. Das wird bestimmt lustig. Ja. Ich werde mich jetzt hier verabschieden. Haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.